Irgendein Datenausfall hat das Nutzerinterface unleserlich gemacht. Der Schaden scheint ansonsten nicht sehr weitreichend zu sein, da die Pumpstation noch läuft. Netzwerkverbindung wiederherstellen. Warnung. Das Filterungssystem hat Strahlung entdeckt. Reine Lecks in dieser Einrichtung gefunden. Keine. Untersuchen Sie bitte externe Ursachen, um dieses Problem zu lösen. Was haben wir hier? Nehme ich mit. Mein Gott, ist mir egal. Es sind nur Unholde. Verdammt nochmal. Bei Unholden ist mir egal, ob ich da von denen was stehle. Externe Ursachen. Ah ne, ich wollte ja eine andere Waffe nehmen. Okay. Der Rückstoß ist nichts bei der Waffe. Das haben wir gleich. Nimm. Ich meine, das ist nichts. Das ist gar kein Rückstoß. Ich werde auch mal, bevor wir noch mal uns weiter umschauen, mal Boon austauschen mit einem nächsten Charakter. Boon? Ich muss mit dir reden. Von RNK-Scharfschützen wird erwartet, dass sie Gnadenschüsse abfeuern. Die Legion quält ihre Opfer gern in Sichtweite von RNK-Stellungen. Um das Drama zu beenden, ruft man uns. War oft genug dabei. Bei manchen denkt man hinterher, man hätte sie vielleicht da raushauen können. Kann sein, dass es gar nicht die Legion war, die sie getötet hat. Kann sein, dass es deine Befehle waren und die Tatsache, dass du sie befolgt hast. Ich würde sagen, es ist an der Zeit, dass sie mir erzählen, was mit ihrer Frau passiert ist. Ich verstehe nicht, was das bringen soll. Sie ist tot. Je besser wir einander verstehen, desto effektiver werden wir sein. Schon gut. Sie... Ich habe sie aufgespürt. Südosten. Beim Fluss. Waren dabei, sie zu verschachern. Hab es durchs Zielfernrohr gesehen. Alles voller Legionssoldaten. Hunderte davon. Verlangten Sachen, zu denen kein Mann das Recht hat. Ich hatte bloß mein Gewehr. War allein. Gegen die alle dort und da... Hab ich geschossen. Der Tod war ein besseres Schicksal für sie als ein Leben als Sklavin der Legion. Ja. Was die mit Frauen machen, das ist schlimmer als der Tod. Ich hatte keine andere Wahl. Es war irgendwie, als hätte man mich gezwungen, etwas mit anzusehen, das ich nicht aufhalten konnte. Das nahm alles von Anfang an seinen festgelegten Lauf. Gibt nichts, was ich tun kann. Bloß abwarten und zusehen, wie alles mit mir passiert. Ach, Brun. Sie erzählen das, als ob der Tod ihrer Frau unvermeidlich gewesen wäre. Irgendwas musste passieren. Hätte ich Carla nicht getroffen, wäre es was anderes gewesen. Ich hätte mich nie mit ihr einlassen dürfen. Ich ziehe ihr Böses an. Sie bleiben besser auch auf Abstand. Warum glauben Sie, dass Sie Böses anziehen? Ausgleichende Gerechtigkeit. Sie wollen es mir nicht erzählen. Nein. Tut mir leid. Ich glaube, wir sollten uns für eine Weile trennen, Boon. Wenn Sie meinen. Jep. Das denke ich mir. Sie sollten nach Hause gehen. Tja, dann. Ich werde wohl noch eine Weile in Novak sein, bis ich weiß, was ich jetzt machen will. Man sieht sich. Ach, Boon. Du machst es einem auch schwer. Nee, aber ich will jetzt mal ein bisschen mit ihr hier rumrennen. Mit Veronica. Sie konnten nach dem ersten Gespräch mit mir einfach nicht genug kriegen, was? Bin bereit, mit Ihnen zusammen zu reisen. Gut. Ich habe gehofft, dass Sie es sich überlegen. Sollen wir? Dann mal los. Das ist doch mal ein Wort. Sie sollten jedoch vorher was wissen. Ich habe Sie über die Bruderschaft ausgefragt, weil ich eine von Ihnen bin. Ich weiß, ich weiß.
Aber ich musste wissen, wie Sie reagieren würden, wenn ich Ihnen das sage. Wir haben uns eine Menge Feinde gemacht. Wollen Sie mich immer noch mitnehmen? Solange Sie ab jetzt ehrlich zu mir sind? Klar. Fragen Sie mich nur nie, ob Ihr Outfit Sie dick macht. Naja, danke dafür, dass Sie einem naiven jungen Mädchen aus Kalifornien mit leuchtenden Augen und einem pneumatischen Handschuh eine Chance geben. Gerne. Machen wir uns mal auf den Weg, was? Ja, ja. Was für ein Extra ist das? Nee, Extras. Gelehrtenassistenz. Während Veronika Sie begleitet, können Sie Werkbank über den Dialog mit... Okay, ich werde es niemals brauchen. Niemals. Ich will mich hier ein bisschen umschauen. Also ab zur Pumpstation. Also, wo genau müssen wir hin? Nach da. Ja. Einfach ein bisschen umschauen, jetzt mal mit Veronika hinter uns. Ich weiß nicht, haben wir nicht noch eine... Ne, die haben wir aussortiert, oder? Ja, die Waffe haben wir aussortiert. Sie ist nämlich ein Nahkämpfer und wir hatten doch eigentlich eine ziemlich gute Nahkampfwaffe. Aber die haben wir ja ausgeräumt. Kronkorken nehmen wir mit. Munition nehmen wir mit. Einfach nur, weil wir es können. Und Munition immer gebrauchen können. Und hier irgendwo ist das Gebäude, was ich betreten kann. Tatsache. Es ist ein Gebäude, also Shotgun zur Sicherheit. Hey. Oh Gott, Veronika. Sag mir doch Bescheid. Alter, Veronika, du zerlegst alles. Du zerlegst gerade alles, Veronika. Ist dir das bewusst? Oh, ich liebe dich, Rotflinte. Oi, oi, oi. Ich schaue mich erst um, wenn ich hier fertig bin mit Viecher erledigen. Weil ich weiß nicht, wie viele Viecher hier drin sind. Leicht verschlossen. Obwohl, hier kann ich mich ja sofort umschauen. Hier ist nichts. Nichts. Ritterliche Sagen. Das war's? Dafür. Und im Skelett. Hier ist nichts. Ich hoffe, hier ist wenigstens ein Medizin-Gedöns. Nö. Hier ist Hydra. Hydra nehme ich mit. Hydra gefällt mir. Naja, hier gibt's ja noch einen Weg, ne? Dachte ich. Wie, das war's? Okay. Von mir aus. Wo zur Hölle ist die... Auf was habe ich die gelegt? Auf die 6. Mein Gott. Holy shit, da muss es verstrahlt sein. Nicht erwischt. Ei, 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 ei.
Ja, das reicht. Obwohl du leider Gottes wieder mal nichts gemacht hast. Nett, wie wir hier aus der Ferne einfach mit draufgehauen haben. Billardkö. Munition. Wo ist der Dritte? Den Dritten haben wir doch auch irgendwo zerlegt. Ach, da hinten. Na komm her. Splittergranaten. Kann man verkaufen. Ich meine, wir brauchen das Geld. Jeder braucht das Geld. Das ist das Büros von Alia Technology. Aber ich kann da nicht rein, also ist doof. Ich glaube, ich weiß, was hier hinten für Viecher sind. Ja. Ich wusste es. Und die bringen Erfahrung, meine Güte. So viel schöne Erfahrung. So viel schöne Erfahrung für nichts. Okay, wir schauen uns hier drinnen um. Lol. Verlassener Lagerraum und hier stehen ein paar Brahmine. Kann ich euch umschubsen? Nein, schade. Ich wette, die würden auch nie wieder aufstehen können, würde ich sie umschubsen. Ach so. So eine schöne Kisten. Ich kann keins der Terminals benutzen. Oh. Dann gehe ich halt dahin zu den armen Mäusen. Und ich habe Durst. Wow. Daneben stehen ist nicht so clever. Nicht bei den Sounds, die es macht. Ich sehe keinen, also ist alles gut. Kann ich hier rein? Ich will da aber im Moment noch nicht rein. Ich weiß nicht, ob das questgebunden irgendwie ist. Also will ich da noch nicht rein. Ganz einfach. Nehme ich mit. Ist ja süß. Irgendwas haben wir freigeschaltet. Kritischer Zustand, nett. Und wir haben Hunger. Natürlich. Wir futtern eine Jalapeno-Schote. Just for the lulz. Nee, einfach nur so. Just for fun. So, und wir schauen uns weiter um. Mal schauen. Wie viel haben wir eigentlich schon erkundet? Ah, hier ist das Rapkin Hauptquartier. Ich glaube, das dürfte Veronica freuen. Das dürfte dann da irgendwo sein. Oh, man darf nicht an die Teile ran treten. Da hat man echt ein bisschen Schiss. Oh scheiße, nein. Oh scheiße, ey. Ja, Veronica, kannst du bitte was machen? Danke. Wow, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich sterbe. Ja. Yeah.